Deshalb, lieber Chat, gehen wir jetzt rein in das aktuelle Video von Salami. Diese Business Coaches machen dich arm. ApoRed lässt grüßen. Abfahrt. Was wolltest du eigentlich werden, als du noch jung warst? Als ich jung war, wollte ich entweder Fußballer oder Spider-Man werden. Boah, als ich jung war, was wolltet ihr werden, Chat? Als ich jung war, Polizist, also so ganz klassisch. Jeder Junge damals wollte wie Polizist oder Feuerwehrmann werden. Ansonsten wollte ich mal, weiß ich, Privatdetektiv wollte ich auch mal werden. Wobei, das bin ich ja jetzt quasi mit meiner Community zusammen. Tierpfleger, auch nice. Sehr, sehr cool. You are watching a master at work. Aber heutzutage wollen die Kinder Influencer werden. Das wäre ja noch halbwegs okay, wenn sie irgendwie Qualität... Warum sitzt da ein Mensch, den ich nicht zuordnen kann? Was macht da bitte ein komischer Typ in seinem Hintergrund? Content liefern würden wie die beiden hier. Das ist eine finale Challenge jetzt, genau. Und zwar holen wir uns jetzt gegenseitig einen runter und der Erste, der kommt. Aber die Kinder heutzutage wollen fucking Business Coach werden. Bro, Business Coach. Und das kann ja nur übel werden. Und deswegen stelle ich euch jetzt die schlechtesten Business Coaches des gesamten Internets vor. Viel Spaß. Und? Liegst du gerade gemütlich in deinem Bett? Ja, richtig gemütlich. Steh auf! Steh auf! Das Geld macht sich nicht von alleine. Oh mein Gott, Chat. Also der Typ, der hinter der Maske steckt, könnte laut Stimme ja maximal so 15, 16 sein. Maximal, eher noch jünger. Und der will dir jetzt erzählen, der will dir jetzt erzählen, wie du Geld machst. Das kann nur gut werden, es kann nur gut werden. Mach deine Eltern stolz. Was für mach deine Eltern stolz, Junge? Werd erstmal erwachsen. Bro, warum flüstert er, während er schreit? Digga, hat seine Mutter ihm irgendwie verboten, sein Handy zu benutzen nach 18 Uhr oder so? Aber am besten fand ich wirklich den Kommentar hier. Yannick, du bist ein Hater. Der liegt wahrscheinlich selbst noch im Bett, der Kollege da hinten, und verdient kein passives Einkommen. Ja, selbst dran schuld. Ihr seid alles nur Hater. Das Beste ist halt, der Kollege hat wahrscheinlich gestern irgendwie so 2 Euro irgendwie auf der Schaukel oder auf dem Spielplatz seines Vertrauens gefunden. Und ist jetzt komplett... Aber jetzt mal wirklich, ne? Ohne jetzt rumzuhaten, aber was... Wer ist das? Kennt man den da im Hintergrund? Was macht er da? Warum sitzt er da? Was soll denn das? Er ist im Investment-Game drin und denkt irgendwie... Stell den doch wenigstens vor, wenn er da sitzt. Der sitzt da komplett random. Er könnte Millionen-Einkommen davon aufbauen, aber ich respekte den Hustle. Ist okay. Bro, aber so ein 10-Jähriger in der Sturmhaube ist das eine. Ich gebe zu, das ist schon komisch. Aber seine Freundin zu verlassen für sein Business, das ist was anderes. Ich habe mich sogar von meiner Freundin getrennt, um mehr Zeit für mein Business zu haben. Ich habe ein Problem. Es war ziemlich genau vor 6 Monaten. Da habe ich für mich das allererste Mal beschlossen, selbstständig zu werden. Und zu meiner Überraschung, ich war auch voll im Game drin. Nach der Schule nach Hause gekommen, direkt an den Schreibtisch gesetzt, am Business gearbeitet, Skills verbessert, einen Code-Call nach dem anderen gemacht. Ich habe mich sogar von meiner Freundin getrennt, um mehr Zeit für mein Business zu haben. Und diese Generation ist einfach komplett... Hä? Dieser Typ war doch auch, ja, höchstens, wie alt war der? Boah, ja, schwer zu schätzen, ne? 15 vielleicht? Der hat jede Freizeit an seinem Business gearbeitet. Was für ein Business soll das sein? Ich habe mich sogar von meiner Freundin getrennt, um mehr Zeit für mein Business zu haben. Und diese Generation ist einfach komplett. Der Typ dippt einfach seine Freundin für sein Pausenhof-Business. Ich kann das alles nicht. Und das alles nur irgendwie mit ein paar Pfennige abzugreifen. Bro, chill mal. Vielleicht wäre das deine Liebe des Lebens geworden. Also an sich, ne... Gar keinen Selbstflex oder so, aber ich habe schon 3 Unternehmen gegründet und ich bin am 4. dran. Ich supporte und feiere Jungunternehmer, ne? Das ist überhaupt nicht das Ding. Und ich weiß auch selbst absolut, wie es ist, wenn alle dich auslachen und belächeln und denken, ja, das wird eh nichts und so. Ich kenne das absolut. Und deswegen, Bro... Hä, Junge, wo ist denn der jetzt hin? Das ist das Verwirrendste am Video. Ich kann mich gar nicht auf das Thema konzentrieren, weil ich wissen wollte, wer das ist, der da saß. Oh, zieh ehrlich dein Ding durch. Vielleicht wird es ein krasses Unternehmen und wenn nicht, dann hast du auf jeden Fall übel die guten Erfahrungen für dein Leben gesammelt. Ich supporte. Ich bin Supporter, okay? Supporter der ersten Stunde. Aber seine Freunde dafür zu verlassen, ist vielleicht ein bisschen toxisch und ein bisschen weird. Geld und Erfolg ist ein absolut wichtiger Teil vom Leben, überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt auch noch andere Teile und einen anderen sehr wichtigen Teil hast du gerade weggeworfen. Denk mal drüber nach. Wenn bei deinem Geschäftsessen jemand kein Steak bestellt, dann weißt du bereits, das sind Unternehmer mit niedrigem Testosterspiegel. Bro, ich will dir echt nichts sagen, aber mit der hochpolierten Platte da auf dem Kopf würde ich den Ball ein bisschen flach halten und überhaupt nichts über den Testosterspiegel von anderen Menschen sagen. Wenn ein Freund mich fragt, ob ich mit ihm ins Restaurant gehe, dann sage ich nein. Ich werde mich definitiv nicht wieder dahinsetzen und dir zugucken, wie der Schlechteste vom Schlechtesten von der Karte Er müsste...
Ey, Chat, er müsste noch ein bisschen näher ans Mikrofon ran, damit das noch ein bisschen mehr übersteuert. Also direkt, wisst ihr Bescheid? Er muss direkt mit dem Mund quasi an dem Mikrofon sein, damit es noch mehr übersteuert. Das wird noch gut kommen. Glaub mir, trust me. Bestellst. Da bin ich raus. Stattdessen gehe ich lieber an meinen Rechner, bestelle dir 20 Pakete Meal Prep nach Hause, so hast du eine schnelle, gesunde... Junge, geh doch nicht so nah an dein Mikrofon ran, du kannst ein bisschen Abstand halten, yo. Du hast hier so ein bisschen Abstand, du kannst locker hier die Spanne zwischen Daumen und kleinem Finger kannst du lassen. So, das reicht absolut. Ich sitze ja auch schon oft nah dran, aber der isst ja sein Mikrofon gleich auf. Mahlzeit hast, die dich auch lange satt hält, sodass du mehr Zeit für dein Business investieren kannst. Das wäre doch mal geil. Das kommt auch voll cringe von dem. Weil er möchte gerne einen auf starken Mann machen. Er möchte eine richtig krasse Ansage machen mit seinem hässlichen Polo-Oberteil. Das ist wirklich richtig hässlich übrigens. Und man kann es ihm aber nicht abnehmen, weil irgendwie passt es nicht. Oder, Chat? ...auch lange satt hält, sodass du mehr Zeit für dein Business investieren kannst. Das wäre doch mal geil. Das wäre doch mal geil. Was auch geil wäre, wenn ihr meinem Reaction-Kanal eine Chance geben würdet und hier mal sofort ein Abo dalassen würdet und euch bei Holy gönnt, weil ihr wisst Bescheid, Holy ist mein Partner. Das wäre doch mal geil. Was ist denn mit ihm los, Junge? Das wäre doch mal geil. Wenn ich mit dem Kollegen essen gehen würde, würde ich mir konsequent so einen ganzen Eimer voller Salat holen. So veganen Salat oder so mit Hummus noch oder so. Ich glaube wirklich, dann fliegt ihm sein Kopf voller Testo und Meal Preps in 10.000 Teile. Vor allem, imagine, diese Situation würde wirklich entstehen. Wie dumm einfach. Hi Dominik, wollen wir vielleicht zusammen ins Restaurant gehen? Dann sage ich nein. Ich will mich definitiv nicht... Normalste Konversation in jedem zweiten Coworking-Space in Frankfurt einfach. Ich check generell nicht, was diese ganzen Coaches mit ihrem Essen haben, Bro. Lass mich doch einfach essen, wo und was ich will. Wenn mich meine Kommilitonen im Studium gefragt haben, ob ich mit ihnen in die Mensa gehe, dass wir zusammen was essen können, habe ich nein gesagt. Ich werde mich doch jetzt nicht in der Mittagspause hinsetzen, mir irgendeine 2,50 Euro Mensa-Flöre reinzwängen und danach mich gefühlt schlafen legen zu können, obwohl ich eigentlich die Vorlesung von letzter Woche nochmal wiederholen wollte. Meine Fresse. Aber wer zieht sich denn auch so einen Content rein und denkt dann so, boah, da lerne ich jetzt was. Hä? Guckt euch den doch mal an. Wer will euch denn da jetzt erzählen, wie ihr mit Geld oder wie ihr mit eurem Leben haushalten solltet? Oh mein Gott, ey. Da gehe ich doch lieber in ein Restaurant, zahle die paar Euro mehr, aber bin wenigstens fit für den Tag und kann effizient lernen. Also das ist respektlos. Digga, die Mensa für 2,50 Euro, die ist fucking goated, okay? Da will ich überhaupt nichts hören. Du kannst gerne meine Familie, meine Mutter, die irgendwie auch zur Familie gehört, oder irgendwie sonst wen beleidigen, ist kein Problem, komme ich mit klar. Aber die Mensa für 2,50 Euro, die beleidigst du nicht, mein Freundchen. Ein weiser Mann, ich, hat mal gesagt, wer die Mensa für 2,50 Euro nicht ehrt, ist seinen Abschluss nicht wert. Denk drüber nach und schreib dir das hinter die Öhrchen. Und ich wette, dieser Typ wird so krass durch seine Prüfung schlittern mit seinem räudigen 24-Euro-Schnitzel in der Mittagspause. Ich hoffe, dir fällt so eine richtig schön mit Öl vollgesiffte Pommes mit Ketchup auf dein Ralf-Lauren-Shirt, Junge. Bin richtig sauer. Apropos Ralf-Lauren, was haben diese ganzen Business-Coaches eigentlich mit Ralf-Lauren? Ist das jetzt so ein geheimes Zeichen zwischen High-Performern, wie damals irgendwie der Fisch bei den Christen? Nächstes Mal, wenn ich auf einem Geschäftsessen bin, ich war noch nie auf einem Geschäftsessen, aber pff, wer weiß, mal ich auch mit Ralf-Lauren auch einfach unfassbar überteuert, ne? Also ich war letztens, also schon ein bisschen länger her, im Outlet in Roermond. Da gibt es so ein Outlet und da gibt es auch ein Polo Ralph Lauren Shop. Und selbst die Hemden im Outlet kosten da irgendwie noch 150 Euro. Und ich denke mir so, naja, also für ein Hemd 150 Euro finde ich persönlich unfassbar viel. Ich weiß, dass man für Kleidung auch noch viel, viel mehr ausgeben kann. In diesem Outlet ist zum Beispiel auch ein Burberry, sagt man das so? Burberry? Ja. Und da kannst du auch nochmal ganz andere Beträge ausgeben. Ich war da einfach mal drin, weil ich mal gucken wollte, ey, da gibt's Caps für irgendwie 500 Euro. Und du denkst dir so, ja, eine Cappy für 500 Euro, alles klar. Irgendwie so ein 10.000 Euro Stock dann, so ein Gehstock, einfach so diesen Reiter von diesem Ralph Lauren Logo in den Sand, damit ich quasi als High Performer identifiziere. Ja, ja, man zahlt so 90% den Namen, das ist schon klar. Ich meine, die Qualität ist in vielen Fällen auch gut, aber niemals das Geld wert. Also keiner kann mir von euch sagen, dass so ein Hemd 150 oder 200 Euro wert ist. Oder dass eine Cappy 500 Euro wert ist. Never, never, ever. Niemals. Infiziert werde. Also entweder das funktioniert und ich werde in den Kreis der Eliten aufgenommen oder ich werde irgendwie in eine geschlossene Klinik eingeschlossen. Ich glaube, es ist 50-50. Hey, seriously, is this safe? 50-50. Toll, das klingt gut. Is this safe? 50-50.
50, what, like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, what the... Oh mein Gott. Aber fast noch besser als der Typ gerade ist dieser junge Business Coach hier. Kauft euch Ralph Lauren Unterhosen. Darin sieht euer Schwanz so fett aus. Das sieht einfach aus, als hättet ihr so einen scheiß Tennisball in euren Unterhosen. Oh mein Gott, Alter. Ist das unangenehm. Wenn die Frauen das sehen, die werden richtig horny. Die bekommen feuchte Nippel. Die werden richtig horny. Richtig horny. Oh mein Gott. Alter, wenn ich den sehe, werde ich alles, aber nicht horny, ey. Also Jungs, vertraut mir bei der Angelegenheit. Ich vertraue dir da vollkommen, mein Bester. Und ich werde jetzt sofort meine Frisur ändern, oh wenn ich sehe, Gott. Dass Prinz Robert die verfickte gleiche Frisur hat wie ich. Ich wusste das nicht. Ich kann hier und heute stolz verkünden, dass ich nicht eine einzige Ralph Lauren Unterhose habe. Und ich hoffe, du kannst es auch. Wenn ja, dann lass jetzt sofort ein Abo und ein Like da, weil uns so viel verbindet. Wenn nicht, wird euch Prinz Robert... Ich habe auch Ralph Lauren Unterhosen, Chat. Einfach, weil ich die feier, weil die gut sitzen und die im Angebot waren, das ist alles. Ich würde auch niemals Unterhosen irgendwie für 50, 60 Euro kaufen, also sehe ich halt auch nicht ein. Es springen aber leider nicht nur Kinder auf diesen Train mit auf, sondern auch fucking Rentner. In touch with sound of silence. 10 bis 15 Stunden reichen aus für 2,5 K nebenberuflich und ohne Risiko. Aha, Chat. Okay, gut, gut. Der Bro zieht einfach sein Network-Marketing mit gefühlten 85 im fucking Ikea durch. Ich habe alles gesehen im Leben, wirklich. Das ist over. Also das nenne ich auch mal Hustler-Mentality. Der Typ fällt extra in den Ikea, um zu zeigen, ja, dass er alles ownt da, die ganzen Sachen da hat und so. Ja, das kommt gut an. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel an dem Bre. Einfach 10 bis 15 Stunden arbeiten, nur für 2.500. Also für meinen aktuellen Lifestyle wäre das wirklich ein Upgrade. Also Michael, ich melde mich mal bei dir in den DMs, dann kannst du mir dein Schneeballsystem noch ein bisschen besser erklären. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal an einem Geldautomaten Geld abgeholt habe, Chat. Ohne Witz. Das ist gerade irgendwie, wo ich das gesehen habe, dass da Geld aus einem Automaten kommt, denke ich so, what? Das geht noch? Also ich bin halt ein Mensch, ich zahle gefühlt alles mit Karte, wirklich alles. Selbst den Döner für 7 Euro, was der inzwischen kostet, zahle ich mit Karte. Und das Ding ist, hier im Ort gibt es auch gar keinen Geldautomat mehr. Den haben sie irgendwann gesprengt zum 5. Mal. Und die Commerzbank hat sich damals gedacht, ach nö, komm. Also nochmal sprengen lassen wir uns nicht. Bauen wir einfach gar keinen Automaten mehr auf. Und das heißt, ich muss mein Geld, wenn ich denn mal Bargeld brauche, immer bei DM abholen. Und ich muss jedes Mal was kaufen. Das Problem ist, du kannst da nicht einfach reingehen und sagen, du möchtest jetzt einfach Geld abholen. Nein, du musst immer irgendwas kaufen. Und irgendwann habe ich das echt sabotiert. Dann kaufe ich einfach nur das Günstigste, was dieser Laden zu bieten hat. Also irgendwie... für 50 Cent so ein Kaugummi-Zeug oder whatever und hol dann Geld ab, weil ich mir denke so, ich muss ja nicht jedes Mal, wenn ich Bargeld brauche, was von DM kaufen. Aber keine Ahnung. Ich zahle alles, wo geht, immer mit Karte. Ja, ich hoffe, der Typ weiß schon, wie Sprachnachrichten funktionieren. Ich checke aber generell nicht, wie die ganzen Leute irgendwann mal in ihr Leben abgebogen sind und sich dann dachten, okay, in meinem nächsten Lebensabschnitt, da werde ich Business Coach. Wie kommt man dazu? Bro, wenn ich einen Business Coach auf der Straße sehen würde, würde ich maximal so hier reagieren. Hey, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, hey, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Können wir ein Foto machen? Dein Cosplay als dreckiger Hurensohn gefällt mir sehr gern. Was ist das denn für ein Clip, ey? Natürlich. Aber zu guter Letzt habe ich noch einen richtigen Banger für euch. Warum gehst du am Wochenende in den Club feiern? Was willst du feiern? Was hast du in deinem Leben erreicht? Gehst du in den Club für Chayas? Denkst du, du willst im Club die Frau deines Lebens finden? Nein, Mann. Geh um Arbeite an dir, gib jeden Tag 110%. Mach was aus deinem Bro, der Arm hat. Ja, nein. Oh Gott, ey. Das ist so unangenehm, ey. Was hat er in seinem Leben bisher erlebt? Außer eine Windel und die Grundschule. Nichts. Gar nichts. Wahrscheinlich gestern seine Freundin an irgendeinen anderen Typen in der Kinderdisco verloren, hat sich dann irgendwie 200 Andrew Tate Videos angeschaut und stellt sich jetzt in seine Küche und nimmt dieses Video auf. Der kann einem eigentlich nur leid tun, glaube ich. Aber am besten fand ich diesen Kommentar. Ich glaube, ich breche meine Zelt... Was war das denn? Ey, du musst es ein bisschen länger eingeblendet lassen, Bro. Zelt hier ab und werd auch erfreut. Ich glaube, ich breche... Am besten fand ich diesen Kommentar.
Ich habe Grillsoße im Kühlschrank, die sind älter als du. Ja, da fühle ich zu 100%. Junge, ey, ich habe teilweise Grillsoßen in meinem Kühlschrank gefunden, die waren wirklich Jahre alt. Ja, Jahre. Ich habe letztens vor ein paar Wochen erst meinen Kühlschrank aussortiert. Da sind Dinge ans Tageslicht gekommen, wo ich nicht mehr wusste, dass ich die jemals gebraucht habe. Aber naja. Ich glaube, ich breche meine Zelte hier ab und werde auch Erfolgs- und Business-Coach. Das sind immerhin noch echte Männer und echte Macher und echte Hustler. Im Gegensatz zu irgendwelchen losten YouTubern wie mir. In dem Sinne, tragt Ralf Lauren, esst euer Steak im Geschäftsessen, geht nicht feiern und verdient viel passives Einkommen. Ja? Lasst ein Like und ein Abo da, schaut auf allen meinen anderen Kanälen vorbei, sind alle in der Videobeschreibung und ganz oben im angepinnten Kommentar verlinkt. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich bin ein bisschen sad, dass wir nicht erfahren haben, Chat, wer letztendlich dieser Typ im Hintergrund ist. Salami, ich erfordere sofort Aufklärung und möchte wissen, wer der Typ ist. Das wäre sehr, sehr nice. Ansonsten ein gutes Video, vor 41 Minuten erst geuploadet. 164 Aufrufe, stabil der Bray. Ja, lasst sehr gerne meine Reaction, auch ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wir sind so kurz vor 5000, also gönnt auf jeden Fall mal die letzten kostenfreien Abos hier auf meinem Kanal und schreibt gerne mal als Algorithmus-Kommentar Business Coach in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Reaction und tschüss.